So, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video, ihr Lieben. Ich wurde eingeladen von dem lieben Marcel und Modellbahn Union bzw. DM Toys hier auf die Spielwarenmesse in Nürnberg 2020. Ja, und ich wollte einfach mal euch den Marcel zeigen, damit ihr wisst, wer es ermöglicht hat, ja, euch heute hier rumzuführen. Ja, hallo Bim, herzlich willkommen. Hallo. Und hallo an alle Follower. Ich wünsche euch wahnsinnig viel Spaß auf der Messe, dir besonders natürlich. Dankeschön. Und jetzt würde ich sagen, nicht lang quatschen. Wir legen los und finden die Highlights. Dankeschön. Alles klar. Ja, ciao. So, hier haben wir den Eingang zur Halle 7a, dem Modelleisenbahnbereich. Und hier fühlen wir uns direkt auch schon heimisch, wie man sehen kann. Lauter bekannte Firmen. Und ich würde sagen, dann steuern wir doch mal direkt den ersten an, nämlich den Trixstand, und gucken uns an, was sie hier so zu zeigen haben. Ich lehn's hier einfach mal vorsichtig über die Schultern rüber. Hi. So. Oh. Das ist schon echt beeindruckend und das riecht auch noch wie echt Dampf, in der Tat. So, wir gehen mal weiter. Ich muss mir hier erstmal einen Überblick verschaffen. Ich werde hier gerade völlig übermannt von den ganzen Eindrücken, die sich mir hier bieten. Aber wir haben bei Trix angefangen. Jetzt mache ich hier mal einen Schwenk um LGB herum. Und dann machen wir natürlich bei Märklin weiter. Ah, hier kommt schon die erste Vitrine. Ich mache hier einfach mal einen Schwenk rüber. Ihr habt ja immer noch die Option, Pause zu drücken, falls ihr einen Schatz entdeckt, der euch absolut zusagt. Denn hier jetzt wirklich jedes Modell einzufangen, ist, glaube ich, unmöglich. Aber hier vorne haben wir noch was Interessantes. Das wollte ich euch mal zeigen. Ihr wisst ja alle, ich besitze den Pico ICE. Und hier haben wir jetzt den Vierer ICE von Märklin. Und ich muss sagen, der sieht schon richtig geil aus. Vor allem gefällt mir vorne der schwarze Streifen am Triebkopf, den man bei Pico ja in dem Fall nicht hat. Also wäre tatsächlich auch eine Option für mich, gerade wenn man die Gesamtlänge des Pico ICE 4 beachtet. Da können wir mal rüber gehen. Ich würde sagen, wir gehen mal zu Pico und schauen uns den 4,10 Meter langen ICE 4 an, weil das ist ja schon gigantisch. Aber da gehen wir jetzt mal als nächstes. So, wir sind jetzt hier bei Pico angekommen und wenn man jetzt guckt, sieht man hier oben in der länglichen Glasvitrine, sehen wir die Gesamtlänge des Zugs und das ist halt schon beeindruckend. Es ist nicht nur beeindruckend, das ist auch super toll. Allerdings ist es auch irgendwo traurig, denn wer hat schon die Möglichkeit, so einen Zug auf seine Anlage fahren zu lassen? Also ich muss sagen, ich habe da so ein lachendes und ein weinendes Auge. Aber eine geniale Sache auf jeden Fall. Da steht noch einer. So, ich bin jetzt hier bei Rocco und da muss ich sagen, die haben tatsächlich die schönsten Anlagenteile ausgestellt. Zum einen diese hier und dann noch in Fleischmannspur N. Das ist ein Teil von der Moselbahn, das zeige ich euch gleich noch. Aber das hier sieht schon echt richtig klasse aus. So, ich glaube, ich habe hier mein kleines Messe-Highlight entdeckt. Und zwar dieser Transportkran hier, eine Neuheit von Rocco. Ich habe mich verliebt. Ich habe mich absolut verliebt. Ich zeige euch jetzt gleich nochmal in der Vitrine.
Das ist ein richtig tolles Ding, muss ich euch sagen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Den Preis möchte ich jetzt erstmal nicht wissen, aber ich habe mich verliebt. So, hier sehen wir nochmal das Formmodell. Das ist lieb. Ja, das sieht schon richtig nice aus. Das ist schon eine Leistung. Ich zeige euch mal noch ein Bild, wie das Ganze später aussehen wird. Also zum einen diese Variante hier oder eben die gelbe Variante, auch eine sehr schöne. So, ich würde sagen, so, ich bin hier jetzt bei MBR Model und zwar sind das die, ja, ich sag immer die berühmten Polenbäume. Nehmt mir das nicht krumm, aber ich glaube, da weiß halt immer jeder, was ich meine. Und man sieht hier mal ein Diorama gebaut mit nur Produkten von MBR und ich muss schon sagen, some kind of next level. Gefällt mir wirklich gut. Leute, ob ich ein Kranfable entwickelt habe? Ich habe mich schon wieder verliebt. Ich weiß jetzt nicht wieso, aber irgendwie bleibe ich da bei den Dingern hängen. Ich finde, die ist halt nicht so 0815, ne? Ist mal was anderes auf dem Gleis. Schon eine geile Geschichte. Wobei, ich wollte es euch eigentlich noch gar nicht verraten, Freunde, aber ich liebäugel ja immer mehr mit Spur N, ne? Immer, immer mehr, schon gerade auch aus Platzgründen. Und wenn ich mir diese Fleischmann... Wir gehen nochmal hin. Wenn ich mir diese Fleischmann-Anlage angucke, dann muss ich halt sagen, ich habe die ganze Zeit eine Anlage gesucht, die von der Qualität her so dem entspricht, was ich mir vorstelle, also ziemlich realistisch. Und ich habe da die ganze Zeit eigentlich nie was Gutes gesehen. So, hier haben wir ein kleines Beispiel für eine N-Anlage, aber man sieht, naja, geht halt schon Ecken besser. Und jetzt gehen wir mal weiter. Schnell vorbei an Pico und lauter komisch schauenden Menschen, wieso der BIM denn mit sich selbst spricht. Das ist so schön. Ja, ja. So, wir sind aber gleich da, wenn ich mich nicht verlaufen habe. Nee, da vorne, genau. So. Seht ihr, jetzt nehme ich euch doch mit über die ganze Messe. War zwar so nicht geplant, aber nun gut. So, hier kommen wir hin. Ich habe euch auch schon mal einen kleinen Ausschnitt davon gefilmt, aber hier sieht man halt, das kann halt schon mega realistisch aussehen, vor allem wenn man den Horizont verschwinden lässt. So wie jetzt. Da würde ich sagen, steht es dem ganzen Inhalt auch nichts mehr nach. Und vor allem, wenn man jetzt mal ein bisschen weiter rausguckt, also wir haben hier ungefähr, würde ich schätzen, ich kann es jetzt mal ablaufen. 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben hier 5 Meter Anlagenlänge und dann sieht man mal, was man da runterbekommt. Also ist schon phänomenal. Ist natürlich ganz anders wie in H0. Man hat da wesentlich mehr Möglichkeiten. Und die ganze Zeit war halt meine Frage, schafft man das in N so realistisch zu bauen wie in H0? Wenn ich mir jetzt mal so ein bisschen ins Detail gehe hier und die Felsen angucke, könnte man natürlich noch überarbeiten. Aber es geht schon dahin, wo ich hin möchte. Ich würde noch die Bäume austauschen gegen MBR, ne? Aber das verraten wir keinen. So, jetzt bin ich bei Brava gelandet, habe auch hier ein schönes kleines Modell entdeckt. Und auch hier sieht man die Bäume, wenn man sich das anguckt. Das könnten fast die MBR-Bäume sein, sind sie aber nicht. Das ist nochmal ein anderer Hersteller. Da müsste man mal rausfinden, welcher das ist, weil guckt euch das mal an. Das ist schon der Hammer. Die Kupplung überträgt neben den Zugbusssignalen auch die Drehspannung. Ich finde das unglaublich, was das ausmacht, wenn man halt echte Materialien verwendet oder ja, echt wirkende Bäume, da hat man gleich ja, einen unglaublichen Schub nach oben. Also das ist schon richtig toll gemacht. Auch hier mit den Zäunen, guckt euch das mal an. Wow. Und ja, das ist jetzt wieder H0, ne? Jetzt schwanke ich wieder mit mir, weil das in N darzustellen ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ja, vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ich machen soll, Freunde. Soll ich nochmal H0 bauen oder umswitchen auf N? Oder beides. Das wird euch am besten gefallen. Ne? Und noch Gartenbahn dazu. Aber nee, irgendwann ist ja auch Schluss. Ich habe eine Frau, ist da, die haut mir auf die Finger. So, jetzt sind wir hier bei Fissmann, Vollmar und Kipri. Und gucken uns hier mal die Neuheiten an. Auch hier ein sehr schönes Diorama. Gefällt mir richtig gut. Schön stimmig mit bewegten Szenen, auch das kommt immer richtig toll.
gefällt mir sehr, sehr gut. Und da zeige ich euch jetzt mal noch ein ganz besonderes Modell, ein neues natürlich. Einmal durchgeschmuggelt. Und zwar geht es um den hier. Den neuen Stopfexpress. Von Plasser und Teurer. Und der ist natürlich auch ein richtig, richtig tolles Modell. Ich habe langsam so das Gefühl, ich stehe auf die Modelle neben der Stange. Hat man eben irgendwie mehr Fahrspaß, wenn man nur einfach einen Zug fahren lässt. Aber das ist ja eben freigestellt. So, auch hier wieder ein schönes Diorama. Ein kleines Modell, auch sehr, sehr stimmig. Diesmal nur gebaut aus Heki-Produkten. Kann ich auch empfehlen, weil Heki ist halt auch immer, man sieht das hier, was die Farbgebung angeht, sehr, sehr realistisch. Ich zeige euch mal noch ein paar Bäume. Auch da muss man sagen, die sind richtig toll. Das Einzige, was es hier vielleicht zu bemängeln gäbe, wäre der Sockel des Baums. Den müsste man halt noch mal ein bisschen verstecken. Hier, man sieht das an diesem Übergang. Finde ich irgendwie schade. Ist natürlich ein bisschen einfacher dann für die Montage, aber es nimmt dem Ganzen etwas den Zauber, wenn ich das so sagen darf. Hier sieht man das speziell. An sich ist es schon eine tolle Sache. Die gefallen mir auch richtig gut, die Bäume. Und den Fuß muss man halt dann ein bisschen verstecken. Wir gehen jetzt mal zu dem Stand von Josewood, die auch sehr, sehr tolle Sachen machen, auch immer sehr, sehr realistisch. Und guckt euch mal den Mann an. Ich finde den so süß. Der passt genau ins Bild. Nicht sagen, dass ihr hinguckt. Aber die machen halt auch immer ganz, ganz tolle Modelle. Vor allem hier diese kleine Chemieanlage oder industrielle Anlage. Gefällt mir sehr gut. Und am allerbesten der Händler hier. Ich finde ihn so süß. Der passt genau ins Bild, super. Übrigens sind hier nur nette Leute. Sind ja auch alles Gleichgesinnte, das ist das Schöne. Ich vermisse nur euch, ihr Lieben. Wo seid ihr denn? Vielleicht haue ich gleich mal, wenn der Akku reicht, haue ich gleich mal noch einen Livestream raus. Ich kann es euch nicht versprechen, aber das werdet ihr ja merken. Der kommt dann nämlich vor diesem Video. So, wo gehen wir als nächstes hin? Jetzt schleiche ich mich mal hier durch. Ihr merkt schon, ne? Also, das sind so viele Extra-Preiser. Wir gucken mal, was es Neues gibt vom Preiser. Wow. Wow. Okay, ich stehe nicht auf Krieg, das wisst ihr. Ich hasse es, um genau zu sein, aber das ist halt... Wow. Das ist genial. Preiserlei Neuheiten. Hier gibt es gerade ein Interview mit sich selbst. Also ich bin nicht der Einzige, der mit sich selbst spricht, wie ihr seht. Da gibt es noch mehr davon. Ich bin hier also kein Unikat. Ah, hier mal den Western. Sehr schön. Gerade noch was Tolles entdeckt. Ganz tolle Ladegüter, die echt mega realistisch aussehen. Speziell die hier. Die sagen mir so richtig zu mit den verrosteten Rohrteilen oder Kolonnenteilen oder was auch immer. Stahlträger, also eine richtig geile Nummer. Auch wenn man hier mal guckt, die sehen schon geil aus, ne? Oder? Was meint ihr? Hier die Kupferdrähte, der Schrott. Gefällt mir. Gefällt mir sehr.